Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und man sieht, ich bin heftig durch. Ich war nämlich wieder mal joggen. Ich wollte euch auf dem Laufenden halten, dass ich jetzt wirklich jeden zweiten Tag joggen gehe. Natürlich sieht man dementsprechend aus danach, rote Birne und so. Aber ich möchte ja ein bisschen was für meine Gesundheit tun. Aber das ist nicht der eigentliche Grund für dieses Video. Natürlich wollte ich das einmal eben erwähnen, sondern es gibt wieder mal ein Paket. Da, das Handtuch liegt da übrigens, weil ich schwitze. Ja, hier das Thomann-Paket und wofür ist das Ganze? Was ist da drin? Da steht YouTube und dafür ist das Ganze quasi auch. Ich stelle mal eben das Stativ auf und dann schauen wir mal, was da drin ist und wofür ich das gebrauchen kann. Sorry, dass kein großes Video kommt, aber im Moment brauchen wir einfach nichts bestellen in dieser Phase. Da ist einfach nichts zu holen. Cases werden weitergebaut. Also Material habe ich da, aber es ist noch nicht ganz fertig und ich schneide es erst, wenn es ganz fertig ist. Ja, schauen wir mal ins Paket. Gucken wir uns mal an, was jetzt hier wirklich drin ist. Auf dem Schreibtisch geht das, denke ich, mal ganz gut. Also, ja, ich muss das jetzt mal aufmachen. Wo geht denn das auf? Ich beug mich jetzt hier einfach mal ins Bild. Ne? Das klassische Boxing. Ich glaube, da kann man nichts kaputt machen. Deswegen mache ich das einfach so auf. So, es ist gar nichts Specialiges da drin. Es sind hier von Gravity zwei Klemmen für einen Tisch und eigentlich fehlt da was, glaube ich. Ah ne, fehlt nicht. Ein Gravity MR Goose L, das ist eine Verlängerung und zwar für zum Beispiel ein Mikrofonstativ. Und zwar habe ich Folgendes vor, ich erkläre euch das mal eben. Hier ist nämlich noch so ein Gewindeadapter von dem Gewinde hier zu einem ganz kleinen. Und ihr könnt euch vielleicht schon denken, ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ich guck mal eben, dieses kleine Gewinde hier, das passt zu Kameras. Und ich möchte jetzt, vielleicht kann ich das ja ein bisschen genauer zeigen, wenn ich das hier zurückziehe. Ich möchte jetzt Folgendes machen. Ich möchte diese Tischklemme, da wird einfach das hier angeschraubt. Und dann kann ich das Ganze an den Tisch klemmen. Aus welchem Grund mache ich das? Ja, ich will hier oben bei dem Gewinde, das ist ein kleines, ich glaube Viertelzoll Gewinde, für Kameras. Das heißt, ich kann hier oben eine Kamera anklemmen. Aber wofür will ich das jetzt an einen Tisch machen? Ich meine, ich kann doch auch einfach irgendwo ein Stativ hinstellen. So, ich mache das mal eben fest. So wäre das Ganze jetzt. Könnte ich machen, aber das Ganze funktioniert nicht so gut, weil ich da vorne keinen Platz habe. Ich gehe mal eben rüber und zwar will ich halt, ich benutze gerade diese Kamera als Webcam und die ist da rechts gerade auf dem Lautsprecher. Ich möchte die aber gerne mittig vor meinem Bildschirm. Irgendwann habe ich auch zwei Bildschirme, aber ich möchte die gerne mittig haben. Und das heißt, wenn ich die jetzt mittig aufstelle, funktioniert das Ganze nicht aus Platzgründen mit dem Stativ. Und deswegen nehme ich jetzt mal die Kamera und werde das Ganze ausprobieren, die dahinter aufzubauen. Der Akku ist schon ziemlich schwach von der Kamera hier gerade. Aber wir versuchen das Ganze mal. Jetzt habe ich natürlich total das Gegenlicht. Deswegen machen wir hier mal kurz dunkel, damit wir das besser sehen können. Dann nehme ich jetzt mal einfach... Oh, ich hoffe, dass die Kamera hält noch durch. Ja, noch kann sie. Ich nehme jetzt einfach mal das hier, diese Klemme. Ziehe die Tischplatte ein bisschen vor. Und werde das Ganze nun ungefähr mittig, ich denke, das ist hier, festklemmen. Das muss ich von unten machen. Jo, ich denke, das reicht. Und jetzt kann ich rein theoretisch die Kamera hier draufschrauben. Dazu muss ich den Akku, der kabelgebunden ist, bei ihm rausnehmen und... Oh, Scheiße. Hoffentlich ist das richtige Gewinde, das habe ich ja auch gar nicht ausgeprobiert. Jetzt muss ich das natürlich auch passend drehen können. Ja, hundertprozentig. Oder? Voll geil, jetzt habe ich die Kamera, kann ich noch ein bisschen rauszoomen, genau dort, wo ich sie haben will. Perfekt. Jetzt kann ich die noch anschließen. Jetzt muss ich noch meinen Strom anschließen hier. Wo ist der? Ist der runtergefallen? Jo, scheiße. Oh Mann, ey, fall nicht runter.
totales Chaos. Aber ich wollte es euch einmal gezeigt haben, was ich hier vorhabe. Vielleicht hilft euch das ja selber, wenn ihr mal so ein bisschen was vorhabt auf Webcam oder Stream, dass ihr die Kamera so über den Bildschirm hängt. Jetzt muss ich das Ganze noch kurz testen, ob es funktioniert. Machen wir gleich mal. Der Moment, oh, das Stativ rutscht. Der Moment der Wahrheit. Da oben ist die Kamera und ich werde sie jetzt anschalten. Und ich werde mich auf meinen Platz setzen und wir werden sehen, ob das Ganze funktioniert. Ja, wie immer fail, ne? Es passiert gar nichts. Doch, doch, jetzt passiert was. Da ist was angegangen. Jetzt muss ich sie nur noch per USB anschließen. Sonst passiert da auch nichts. Was ist da los hier? Was ist da los? So, jetzt. Da bin ich. In einer ganz anderen Perspektive. Jawohl. Bildschirm abfilmen, richtig professionell. Ja, jetzt ist die Kamera hier oben. Boah, sehe ich gerade kacke aus nach dem Joggen. Jetzt muss ich die natürlich noch scharf stellen. Ja, perfekt. Weil jetzt bin ich natürlich komplett gerade. Jetzt nochmal. Ich habe die Kamera jetzt ausgerichtet. Aus Versehen hat man meinen Discord gesehen und andere Leute. Ich habe die Kamera jetzt ausgerichtet. Die ist jetzt hier oben. Der Strom kommt über einen Akku-Modul, welches quasi gar kein Akku ist, sondern einfach ein Netzteil. Das ist per USB angeschlossen und ich nutze gerade SparkoCam, um das abzugreifen. Das geht aber auch von einem Programm von Canon selber. Ja, die Kamera ist da oben und jetzt kann ich ja, mich ganz gut sehen. Und der Vorteil von vorher ist halt, ich kann mich vor die Kamera setzen und man sieht mich wirklich von vorne. Eben war das halt von der Seite und das war scheiße. Jetzt noch eine andere Sache, die wir noch ausprobieren müssen. Da weiß ich halt auch gar nicht, ob es klappt. Ich habe halt zwei von diesen Klemmen geholt. Und zwar aus folgendem Grund. Mich nervt das Stativ hier von der Seite. Also das Mikrofon an sich stört mich gar nicht, aber das Stativ, weil ich hier halt mit den Händen bin. Und ich habe überlegt, wie kann man das machen. Ich würde jetzt einfach mal hier in der Mitte, weil da stört es mich nicht, da habe ich meine Hände nicht. Muss ich halt ausprobieren, ob das gut klappt. Also ich werde jetzt in der Mitte das hier auch mal festklemmen. Und das Mikrofon jetzt. Alter, erstmal abdrehen hier. So. Und das Gewinde ist mitgekommen. Scheiße. Kriegen das jetzt ab? Ohne Werkzeug. Hä? Bin ich bekloppt? Jawohl, ich muss mal kurz Werkzeug holen. Immer wenn man was vorführen will, geht's nicht. Weißt du, wie oft ist das hier abgegangen? Das komplette Gewinde hat sich gelöst und jetzt, wo man einmal was zeigen will, geht's nicht. So, ich schraube das hier mal eben wieder rein. Boah, ey, jetzt brauche ich einen Schraubendreher oder was noch. Hole ich den auch nochmal. Ich habe jetzt das Ding da reingeschraubt. Ich habe den Schraubendreher jetzt nicht geholt. Wofür soll ich euch das zeigen? Jetzt drehe ich das Ganze fest, denke ich mal. Irgendwie kann ich das, glaube ich, auch verstellen, wo es fest ist. Naja, egal. Erstmal reicht das so. Oh, habe ich mir gerade einen Nerv geklemmt. Und dann ist das Mikrofon hier. Mal kurz ransetzen, ob das angenehm ist. Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich das Mikrofon immer hier unten. Ey, das ist auf jeden Fall angenehmer. Da muss ich das Kabel halt so verlegen, dass es mir nicht auf dem Schoß liegt und dann passt das. Ja, passt doch. Gut. Mehr wollte ich euch gar nicht zeigen. Nur, oh Gott, ist das nah rangezoomt. Es wird immer schlimmer. Oh! Nee, ich bin immer noch verschwitzt. Ich gehe gleich duschen. Aber ich wollte euch das mal eben gezeigt haben, was ich hier vorhab. Sieht, finde ich, ganz nice aus jetzt hier. Also natürlich nicht sonderlich professionell. Aber es reicht auf jeden Fall um die Perspektive. Es ging mir halt um die Perspektive und um den Komfort beim Mikrofon. Und das war jetzt auch absolut nicht teuer, diese Sachen. So kann man sich ein bisschen helfen mit so kleinen Sachen. Ja, wollte ich euch nur gesagt haben. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, ich bringe mal wieder coole Videos raus über Technik. Ich jetzt mal wieder ein bisschen ernster. Sonst mache ich ja mal total viel Blödsinn. Das kommt auch. Also ganz ehrlich, ich werde auch noch richtig viel Blödsinn machen. Und ich beende das Video jetzt hier vor dieser schönen Kulisse in meinem Balkon und sage, ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tüdelü.